Wir kommen zur 9. Anfrage der Nationalrätin Gammon. Sehr geehrter Vizekanzler, Sie waren ja vor kurzem in Rom und haben Ihren Amtskollegen Salvini getroffen. Es hat so gewirkt, als würden Sie sich sehr gut verstehen mit ihm. Und mich würde ganz konkret interessieren, wie Sie auch in konkreten Projekten zusammenarbeiten, auf inhaltlicher Ebene auch. Deshalb ist meine Frage, welche gemeinsamen Aktionen und weitere Auftritte Sie mit Ihrem italienischen Amtskollegen Matteo Salvini geplant haben. Ja, es ist grundsätzlich gut und richtig, dass sowohl der Herr Bundeskanzler als auch der Herr Vizekanzler als auch andere Minister mit den Regierungsverantwortlichen der Europäischen Union und auch aus Nachbarländern engen Kontakt pflegen, so auch natürlich mit dem Vizepremier, dem italienischen und dem dortigen Innenminister Salvini. Das haben wir mit einem Besuch auch gemacht vor kurzer Zeit, wo wir uns versucht haben, inhaltlich auch abzustimmen, wenn es um den EU-Außengrenzschutz geht. Hier gibt es ja zum Glück auch auf europäischer Unionsebene ein Umdenken. Und das findet heute auch statt mit dem deutschen Innenminister, der nach Wien kommt, mit dem wir heute am Nachmittag auch uns austauschen. Diese Gesprächsebenen werden wir laufend halten, auch vertiefen. Es wird weitere Treffen geben, weil es uns ein Anliegen ist, gemeinsam auch dafür Sorge zu tragen, dass endlich eine effiziente EU-Außengrenzschutzpolitik sichergestellt wird und die illegale Migration gestoppt wird. Zusatzfrage? Es hat aber in der kurzen Vergangenheit auch kritischere Aussagen gegeben vom Herrn Salvini oder die auch von den Medien kritisiert worden sind. Wie stehen Sie denn dazu, zu seinen Plänen, die Zahl der Roma und Sinti in Italien zu erheben und auch zu schauen, welche denn echte unter Anführungszeichen echte Italiener sind oder nicht? Und wäre das etwas, was Sie auch in Österreich machen würden? Na, wir haben in Österreich eine Volkszählung, mit der bin ich absolut zufrieden. Das heißt, wenn regelmäßig sozusagen eine Volkszählung stattfindet, alle 10 oder ich weiß nicht, 15 Jahre, ja, und dort die Bürger im Rahmen der Volkszählung auch im Rahmen eines Fragebogens eine Ausfüllung vornehmen und Angaben vornehmen, das ist bei uns das gelebte Modell, hinter dem stehe ich, andere Modelle unterstütze ich nicht.